Jetzt komm schon, baue auf. D4. E6. Ist natürlich jetzt blöd, gegen so einen starken Gegner so eine Gurke spielen zu lassen hier. Eigentlich hatte ich gedacht, jetzt würden noch schwächere Gegner da sein. Weshalb ich extra ihn hier nehme. Aha, er lässt also Zeit verstreichen. Boris Diplomat gegen 2189. Okay. Läufer B5 Schach. Ist immer so ein bisschen die Sache, inwieweit das überhaupt hier zutrifft, diese Zahlen. Läufer F1, das ist sehr gut gespielt von Boris Diplomat, der genau weiß, der Läufer wird noch bessere Züge finden, noch bessere Felder. Deswegen muss er nach F1 gezogen werden. Vielleicht möchte er auch G3, Läufer G2 später noch spielen. Dann muss der Läufer hier die Option wieder offen haben. Läufer E7, hier Läufer E7. Dame G4. Na gut, man kann natürlich keine Wunder von diesem Gerät erwarten. 2189. Die Frage ist natürlich, inwieweit diese Zahl überhaupt zutrifft. Den Baum wieder hübsch fressen hier. Ja, es kann ja jemand ganz Frisches sein, der einfach sehr viel direkt nacheinander gewonnen hat. Dann klettert die Zahl natürlich sehr schnell nach oben. Ich befürchte allerdings, diese Partie wird den Boris Diplomat wohl arg überfordern. Jetzt wird er zumindest eher mit Schach fallen, denn Turm G8, Turm H7, das fängt ja alles nicht die Dame ein, die hat immer Felder. Das würde mich doch überraschen, wenn der Boris Diplomat das gewinnt. Ich habe übrigens auf die Schnelle nicht rausgefunden, wie man die Level einstellt. Dame F7, hier wird sich weiter durchgefressen, durch die Pampa. Der Gegner stellt die Figuren alle gnädigst hin. Der Vorteil ist vielleicht jetzt von Läufer F1 natürlich. G2 würde nicht hängen nach Turm G8. Schon ein bisschen provokativ gewesen hier. Dame G6. Wie gesagt, der Dame werden die Felder schon nicht ausgehen. Zwei mehr Bauern. Ich weiß jetzt auf Anhieb auch gar nicht, von wann Boris Diplomat ist. Ich wollte einfach mal nicht immer die Brecher ranlassen, sondern auch mal alte Schachcomputer wie den Boris Diplomat hier. Aber ich befürchte oder könnte mir vorstellen, dass das wohl tatsächlich trotzdem noch vom Diplomat gewonnen wird. Aber man soll ja nicht den Abend vor dem Morgen loben, wenn es das gibt. Der Dame dazwischen, dann wird er die Dame einfach tauschen. Das sind ja jetzt die Mehrbauern. Springer zieht dazwischen. Dame frisst den nächsten Bauern. Das sind jetzt schon drei Mehrbauern. D5. Ja, man weiß jetzt auch nicht, wie diese Zahl zustande gekommen ist. König E7. Springer D2. Man kann die Zahlen hier sowieso nicht so auf die Goldwaage legen. Das ist hier. Man weiß jetzt auch nicht, wie die Gegner die Zahl bekommen haben. Das heißt, ganz einfach formuliert, vielleicht haben die Gegner ja auch schon eine Zahl gehabt, ja, die sie eigentlich gar nicht gehabt haben, muss man so zu sagen. Das ist hier, wundert mich wirklich, wie der sich hier abservieren lässt von dem Diplomat. 2189, das ließ sich doch zumindest so, dass das ja ein starker Spieler ist. Jetzt will ich den auch noch wegnehmen hier. Springer F4. Das sieht ja gar nicht gut aus. Es sieht zumindest. Ich habe jetzt gedacht, er verliert.
Ich habe schon gedacht, jetzt lässt du schon die schwachen Geräte für eine Session dran. H4 ist was, warum nicht? Er liest jetzt einfach eine Bauernmaschine. Einfachste Plan der Welt. H5, H6, H7, H8. Der Bauer rennt. Die Sonne scheint, der Bauer rennt. Läufer D3, die Figuren werden jetzt komplett entwickelt. Ich weiß jetzt auch nicht, von wann der Boris Diplomat ist, muss ich ehrlich sagen. Der Läufer kann immer noch nicht ziehen. König B7, aber dann kann er immer noch nichts ziehen. Das kann natürlich ebenso gut sein, dass das der gleiche Rechner ist, wie war zum Beispiel der große Bruder spielt auf dem Rechner. Und Springer wäre das nicht auch gegangen? König C7. Und dann geht der kleine Bruder an den Rechner und spielt ein bisschen Schach. Nicht so gut, wie man sieht. Das muss ja nicht zwangsläufig derselbe Spieler sein. Das ist ja einfach nur der gleiche Rechner. Wer jetzt davor sitzt, das weiß man ja nicht. Also als ich die Zahl gesehen habe, habe ich jetzt gedacht, der verliert, der Boris. Einfach nur Boris. Große Rochade, das ist erstaunlich, was er hier spielt. Das überrascht mich. Schwarz spielt jetzt nicht so gut, aber ich hatte gedacht, der Diplomat würde noch schlechter spielen. Was hat der denn vor? Ach, er will seine Bauern unterstützen. G4, F4. Die Türme sollen mittels Bauernunterstützung schon mal ran. H5 Springer, G6 wäre eine Idee. Dann König A6. Der König läuft weg. Springer C5. Geht das jetzt? Warum hat er jetzt die Figur gegeben? Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. B4 wieder in Matt setzen? Verstehe ich nicht. Oder hat er gar nicht die Figur gegeben und ich bilde mir das ein? Weil wenn ich jetzt hier über das Brett gucke, dann hat er auch zwei Türme. Die lassen mich auch nicht dazu kommen, hier mal drauf zu gucken. Die Qualität hat er mehr. Zwei Türme. König C2 oder so, das wird doch bestimmt jetzt gedeckt. Ja, Dame, wenn die wegzieht, dann geht das überhaupt mit dem Turmschlagen? Jetzt tauscht er noch die Damen weg. Die Witwe wurde jetzt hoffentlich weggetauscht. Die große Überraschung für mich. Ich hätte noch Dame A7 versucht, aufs Schach zu spielen, auf Schachgebote. Dass er sich von mit einer Zahl von Pseudo-2189 vom Diplomat so abservieren lässt, das wundert mich jetzt. Der Springer müsste Schachgebote geben können. Ja, das müsste schon auf A3, das wäre matt. Springer A3. Aber wie will er da auch hinkommen? Jetzt rennen wohl einfach die Bauern durch, die machen jetzt den Rest hier. König B2 gegebenenfalls, falls Turm A8 kommt, dann droht das auch nichts. Ja, droht da nichts, er wird ja mit Turm Schach geschlagen.
Haben wir das sogar matt wieder den nimmt? Turmschach. Zieht er jetzt beiseite. Ach, Turm A3 und dann A5 matt rot. Eigentlich nicht. Ja, und jetzt droht Turm A3, A5 matt. So, keine Tricks hier möglich. Ist Turm A3 denn nicht Turm A5? Ach so, ja, das fällt hier wieder. Ich vermute mal, der König will rüber, über G4 und dann G5, das unterstützen. Ich hatte gedacht, er könnte mit König C3 und Turm A3, A5 konnte er auf Matt spielen. Vielleicht hätte auch ein anderer Computer schon Matt angesagt, aber es ist ja nur der Boris Diplomat. Einfach nur Boris. Deswegen zieht er so komisch hin und her die Türme. So richtig planvoll ist das nicht. Jetzt zwingt der Gegner Boris wieder eine Figur zu tauschen. G7, da macht er gar nichts gegen. Okay. Ich hätte jetzt wieder gedacht, Turm H5, Springer H5, F6. Ganz merkwürdig. Das spielt sehr merkwürdig hier. Wieso spielt er nicht einfach auf Matt, auf Turm B1 Schach? Was hat er gezogen? Auf Turm C2, ich bin blind, ich bin blind, ich bin taub, ich bin blind. Vielleicht soll ich mich mehr Richtung Computer wenden. Ich hätte schon längst Turm B1 Schach gegeben bei den offenen Linien. Aber was bringt das? Er droht sich doch sowieso keine Dame zu holen. Am liebsten würde ich jetzt selber weiterspielen. Turmschach, Turm B8. Ich nicht. No Capito Anything. Was macht er da? What? Was macht der denn da? Spiel gleich selber weiter. Ist jetzt so wie ich grütze, was der spielt. Meine Güte, no Capito Anything. Das fing so gut an und jetzt baut es so stark ab. Wieso geht der König nicht an den Bauern ran? Hallo?
Na, ich kann jetzt auch nicht selber weiterspielen. Macht ihr jetzt Remis oder was? What? Wow! Threefold Repetition in einer total gewonnenen Stellung. Meine Güte. Es hat mich schon gewundert, dass der Diplomat überhaupt relativ gut hinkam. Aber das dann hier so zu verkaspern, das war doch alles total gewonnen. Also da sieht man, aller Anfang ist schwer und es hat mich nicht enttäuscht, das Gerät. Es hat Grütze gespielt im Nachhinein. So, nachdem sich das letzte Gerät der Destiny als Destiny erwiesen hat, ich habe es nicht auf die Reihe bekommen, wie ich es machen konnte, dass er mit Schwarz spielt. Das war doch ein starkes Problem hierbei. Ich habe einen weißen Zug gemacht, nichts ist passiert. Ich habe Go gedrückt, ich habe Enter gedrückt, nichts ist passiert. Ich habe Black gedrückt, nichts ist passiert. B3. Okay, Blasenöffnung. B8 C6. Ach, der denkt noch. Ich denke, ich hätte beschleunigt. What's going on here? Ach, come on. Ach, du hast B8 C6 gemacht. Ne, B8 C6. Ach, komm, Thomas. Jetzt wach auf. Und warum macht er die Züge hier nicht? Vielleicht macht er jetzt Springer F6, wenn ich Glück habe. Oh, es gibt ja eine Zeit, um die Züge da ein. Wann zieht er mal? Es gibt auch kein Go oder sowas. Na, jetzt haben wir Gott sei Dank die Stellung hier auf dem Brett. Ich mache den anderen Level gleich hier. Das bringt doch so nichts. Level 1. Enter. Na, ich mal Glück gehabt. Jetzt haben wir die Stellung nicht auf dem Brett. Die da auf dem Brett ist halt. Springer C3. D7, D5. Darüber denkt er gerade zumindest nach. Und irgendwann sollte auch mal der Zug übertragen werden. Nein, er wieder eine ganz schreckliche Nummer hier. Hilfe! Ich habe es nicht geschafft, den Destiny mit Schwarz spielen zu lassen. Das ist so erbärmlich. Mit Weiß war okay. Einfach nur auf Go drücken. Aber mit Schwarz? Weißen Zug eingegeben, keine Reaktion. Go gedrückt, keine Reaktion. Enter gedrückt, keine Reaktion. Ich habe es nicht geschafft, Destiny mit Schwarz spielen zu lassen. E3. Der Springer steht nicht gut hier, um mal was zur Partie zu sagen. Das sieht ja aus wie ja, Damenindisch, aber im Damenindisch mit Schwarz würde ich auf keinen Fall. Ich muss das gleich niedriger machen, die Stufe 0. Nochmal Level runter. Man sieht ja, da gibt ja erstmal die Zeitlupe die Züge ein und es passiert einfach nichts. Läufer G4. Ich muss ehrlich sagen, ich erwarte da eigentlich gar nichts von diesen Geräten hier. Man hat es ja in der ersten Partie schon gesehen, wie Boris das. Hallo, hau ab mit deinen News, die will keiner wissen. Meine Güte, dass man ständig die neuesten News da reingeschliffen bekommt, das interessiert mich doch gar nicht. Momentan interessieren mich diese Partien. Aber nicht irgendwelche News. Die nerven doch eher. Da war ich mal so wagemutig, ich habe den Zug einfach eingegeben. Das war natürlich peinlich, die Nummer im Endspiel. Totale Gewinnstellung mit Freibauern und allem. 100 Gewinnwege, wahrscheinlich wäre ein Mats auch drin gewesen. Und was macht einfach nur Boris? Macht hinterher noch die Threefold Repetition mit Remis. Der Gegner konnte wahrscheinlich sein Glück gar nicht begreifen, aber er konnte auch nicht wissen, dass dagegen.
Das ist ja absichtlich gemacht, Leute. Ich will wirklich mal schlechte Programme oder alte Schachcomputer spielen lassen. Das ist ja auf Dauer irgendwie ein bisschen auch unfair. Wenn ich da jetzt die 68030er meinetwegen noch ranhole, auf den 32-Bit-Geräten, auch wenn niedrige Level. Ich mache jetzt auch nicht, dass ich hier sage, das ist jetzt total gewonnen und jetzt spiele ich selber weiter. Das Ziel ist es ja zu sehen, wie spielen diese alten Schachcomputer online. Und nicht, wie gewinne ich das. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich hätte das selber auch weiterspielen können. Turm B1, Schach, Turm B8. Das hätte hier alles gewonnen. Dem König über die H-Linie rüber marschieren, den Bauern direkt unterstützen, alles hätte gewonnen. Wahrscheinlich Turm B1 schafft, dann ist er schon auf die A-Linie gemusst, vielleicht hätte man schon auf Matt spielen können. F3, Thomas, F3. Wenn ein Läufer angegriffen wird, kann es C3 nicht sein. So. Kostet natürlich wesentlich mehr Nerven hier, die alten Geräte zu bedienen. Aber zu alt will ich auch nicht. In den 70er gehe ich nicht hinein. Also, wenn schon zu lesen ist, Fidelity, der erste Computer, der die Rochade konnte, der erste Computer, der N% beherrschte, der erste Computer, der 50-Züge-Regel beherrschte und solche Geschichten. Solche Geräte muss man das gar nicht auflaufen lassen. Ich habe auch schon mal eine Partie gehabt, da hat einer dieser alten Geräte, statt sich eine Dame, hat er sich einen Springer geholt. Es war nicht mal irgendwie matt oder sowas drin oder eine Springergabel oder es erzwungen gewesen wäre, irgendwie irgendwas. Er hat sich einfach nur einen Springer geholt. Ah, holen wir mal einen Springer. Dame kann jeder holen. Ich habe ja mal eine Partie gemacht mit C1 Läufer umgewandelt, weil das ein Schach war. Und auf H6 stand die Dame, also er musste sowieso nehmen, sonst hätte er die Dame eingestellt. Da hat er, war er beleidigt, da hat er darauf bestanden, dass ich mir eine Dame hole. Also was denn außer D4 schlägt? Springer D4 schlägt? Ja gut, ist, vielleicht überlegt er sich das, die Diagonale aufhalten. Vielleicht überlegt er auch Springer schlägt C5. Dann Läufer schlägt D4, das ist ja einiges möglich. Das hier mal noch weiter rüber schieben, so dass wir nur noch das Brett sehen. Das ist alles uninteressant da. So, da versucht er wohl den Plan zu. Na gut, man kann mit dem Bauern nehmen, mit dem Springer nehmen. Man kann natürlich theoretisch auch mit dem Läufer nehmen. Man kann auch erst hier schlagen und dann wieder diese drei Möglichkeiten und sonst ist da nichts. Läufer schlägt. C5 schlägt D4. Dass der Herzschlag des Gerätes aufgeregt ist, er sehr. Deswegen sieht man das Herz so geschmeidig pochen. Sehen natürlich nicht, es sei denn, sie haben Augen. Mit denen es ihnen möglich ist, Schallwellen zu erkennen, erspähen, zu sehen. Sie sehen der Humor des Moderators kommt ja geschmeidig zurück. Wenn ich das jetzt zu leise mache, dann kriegt der geschmeidige Moderator wieder die Züge zu spät mit. Ja, droht C5, den Springer anzugreifen, den Springer zu schlagen. Momentan schlägt er sich noch ganz gut, aber man weiß ja nicht, was da alles noch so kommt. Nach der Boris-Partie in der totalen Gewinnstellung eine dreifache Zugwiederholung anzustreben hier. Das war jetzt auch nicht so spannend. Interessant finde ich übrigens, dass man das nicht über das Gerät selber machen muss. Diese Züge eingeben. Da müsste man ja immer die Züge per Tastatur eingeben, weil das waren so Geräte. Teilweise war das so, da war das nur kosmetischer Natur, das Brett. Das war natürlich definitiv nicht so aus. Aber auch wenn Bretter dran waren, dann war das quasi, man hätte auch ebenso gut ein Brett daneben stellen können. Das war nur Tasteneingabe. Und das daneben war quasi nur, dass man das als Reisegerät mitgenommen hat. Und dass dann halt das Brett am Start war. Man konnte quasi das Brett nicht vergessen. Vielleicht wäre es auch zu ärgerlich gewesen. A8, E8.
zu ärgerlich gewesen, wenn da man geht picknicken, will eine gemütliche Partie gegen den Schachcomputer spielen und hat das Brett vergessen. Das ist eben nicht jedem möglich, Blindschachpartien zu spielen. Ich könnte vielleicht die ersten 5 Züge, dann würde ich sagen, ich gebe auf. So, er hat deutlich weniger Zeit noch als der Boris Sargon 2.5. Ja gut, der Sargon 2.5 spielt ja jetzt auch nicht totale Grütze. Eigentlich doch, aber momentan steht er gar nicht so schlecht hier. Der Bauer ist angegriffen, da muss erstmal reagiert werden. Momentan hat er noch den roten Faden, an dem er sich langhangeln kann, aber man hat da gesehen, wenn das Endspiel sich nähert, dann kommen da schon mal Züge zustande, die versteht kein Mensch mehr. Da sieht der Turm wahllos scheinbar nach C1, D1, G1, D1, G1 oder was auch immer. Das kann der menschliche Verstand dann nicht mal nachvollziehen, was da überhaupt gerechnet wird. Vielleicht ist das das im Endspiel, ist primär auch wichtiger, als auf Rechentiefe zu kommen. Damit C1. Ja gut, er deckt sich den Bauern, aber mit der Dame auf C1 wäre Dame D2 das auch geschafft. So, da jubiliert der Sargon wieder innerlich. Jetzt greift er den Bauern nochmal an. Das ist natürlich auch nichts hier, was den vor Probleme stellt, den Sargon 2.5. Ich weiß jetzt auch nicht, no capito anything, von wann der ist. Könnt ihr in die Kommentare reinschreiben, von wann das ist. Schade, dass ich den Destiny nicht habe spielen lassen können. Ich habe es nicht hingekriegt, den mit Schwarz spielen zu lassen. Schreibt mir in die Kommentare, wie das geht. Weiß ist okay, dann hatte der plötzlich nur noch Schwarz. Dann irgendwann war ich die Faxen dicke. Turm E1. Deckt sich den Baum mit dem Turm ab. Droht vielleicht auch E4. Ja, eigentlich auch nicht, aber er deckt sich den Bauern. C6, C5. Meine Güte, hört sich an wie eine Ameisenkolonie in Tarantula oder was das für ein Film war. Ja, das ist natürlich jetzt blöd, jetzt muss der Springer doch dazwischen. Weil B5 hat er nicht, F5 hat er auch nicht und sonst hat er keine Felder mehr. Und C6, E6 natürlich auch nicht. Springer D3. Ich glaube, man nennt das Springerrad. Geh weg, geh nach Hause. Ich will nicht jede News hier auf dem Silbertablett serviert bekommen. Das ist ein bisschen störend, muss ich ehrlich sagen. Das nervt die etwas, dass die einem hier die News quasi aufzwingen. Und dann überall, wo du hingehst, bei den News, auf welcher Webseite auch immer, überall wollen sie einem die Cookies aufs Auge drücken. Und hinterher hat man 120 Webseiten, alles Cookies. Egal welche News das ist, da steht dann natürlich nicht, um was es geht, sondern es steht, das werden sie nicht glauben. Er war erstaunt, als er das sah. Man konnte nicht glauben, als das geschah. Ich glaube, das wichtigste Wort der News ist wahrscheinlich das Wort das. Das berühmteste Ereignis ist das. Er konnte nicht glauben, dass das geschehen war. Er konnte nicht glauben, dass dieses, jenes, welches, solches. So weiß hat er mich immer weniger Zeit. Jetzt fangen auch so langsam an, die Sargon-Züge zu kommen, die nicht mehr nachvollziehbar sind, also mit menschlichem Ermessen. Obwohl natürlich der Springerzug nicht schlecht war. A7, A6. Okay, vermutlich ein Nullzug, weil er keine Ahnung hat, was er machen soll, deswegen macht er mal den Zug. Das ist natürlich auch Grütze wegen E5. Da muss er schon die Qualität geben. Ja, so allmählich fängt es schon an, gefährlich zu werden für den Sargon. Er findet jetzt allmählich auch die schlechten Züge. Ich hoffe mal, er spielt jetzt nicht total selbstzerstörerisch auf Verlust hier oder so. A6, wie kommt man auf A6? Und warum? Warum nicht die Dame wegziehen? Dame C6. Vielleicht wäre das ja auch gegangen. Der Gegner überlegt wahrscheinlich verzweifelt hier, warum gibt er jetzt hier die Qualität? Ist da irgendwas Starkes? Ich würde einfach aus dem Reflex schon E5 ziehen. Aber was soll denn da kommen? Man hat kein Schachgebot. Das schon mal. Da kann man doch nur. Ich glaube, der Witt hat hier irgendwie die Falle
Ich habe keine Ahnung. Es würde mich schon sehr überraschen, wenn jetzt irgendwas. Ach, macht's gar nicht. Ja, und jetzt sollte man vielleicht doch mal reagieren darauf. Oder macht jetzt H6? Ich glaube, allmählich hat der Sargon keine Ahnung mehr. D7, B5. Aber warum denn A6? Das sieht ja so aus, als hätte er den Läufer gedeckt. Also das Feld B5 gedeckt. Das ist doch total unnötig. Jetzt droht immer noch E5. Also jetzt geht's allmählich los hier mit den richtig schlechten Zügen. Meine Güte. Warum geht E5 nicht? Schreibt's in die Kommentare, ich sehe da nichts. E5. Wenn jetzt nicht hier der Kracher der Saison kommt. Materialist. Dame D5. Fängt dann noch an, seine Sprüche hier zu schreiben. Hilfe! Was war das denn jetzt für eine Show im Showgeschäft? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Statt seine blöden Sprüche zu schreiben, sollte er mal irgendwie in die Grütze spielen. Da kann nur von Glück sein, dass der Gegner noch ein wenig Zeit hatte hier. Hilfe, er schreibt da so eine schlauen Sprüche wie Materialist. Also ich kann es nicht nachvollziehen. A6 konnte ich schon nicht nachvollziehen. Jetzt seht doch wenigstens bitte, dass hier die Fork droht auf F6. Ist das so selektiv, das Programm? Och, was ist denn jetzt? Achso, Turm E8. Dann, man will er den nehmen? Gott gütiger, was ist denn jetzt los hier? Gott, spielt er schlecht. Jetzt geht's los. Kannst ja nochmal Materialist schreiben, hast doch Zeit. Ist das eine Bespaßungsstufe? Ach, G8, G7, natürlich! Man stellt den Turm noch mit Schach ein. Das ist jetzt aber wirklich schlecht. Ja, mach was. Too bad. Er spielt doch selber schlecht. Ach, das kann er wegnehmen. Mit Gott auf unserer Seite, Jesus in einem Boot, einer ging leider baden, doch wir warfen ihn noch rechtzeitig über Bord. Das ist bestimmt ein selektives Programm, was wohl Züge ja rausrechnet, aber so eine Grütze zu spielen. A6, Läufer B5 und dann noch Turm E8. War das so eine Art Übungsmodus, dass der sich dann denkt, damit der Spieler den Spaß am Schach sich erhält, stellen wir mal das halbe Brett ein. Naja, ich habe es mir von Anfang an gedacht, aber dass er das doch gewonnen hat, wundert mich. Meine Güte, 2049 mit so einer Grützenpartie. Mal gucken, was die nächste gibt. So, auf zur dritten Partie. Nachdem erst Boris und dann, weiß jetzt gar nicht, wie der zweite hieß. Ach, aber auch schon Sargon 2.5. Dieses Mal darf Sandy ran, die Frau von Sargon, keine Ahnung. Der hat mich auch schon aufs Wärmste erfreut. Man sieht da schon, die Stellung sieht man ja noch mit Springerfox, wo dann die Dame nicht geschlagen wird, sondern der Turm mit Schach. Dann zieht man noch Gnädis mit dem König. Wahrscheinlich war das der Trick hier dran, König G7, vielleicht will er die Figur mit Schach schlagen und sieht nicht trotzdem Turmfigur mehr. Ja, das hat er noch mit Glück auf Zeit gewonnen. Ich hoffe mal, hier geht das einfacher mit dem. Ich hoffe mal, er hat schwarz, nicht, dass er weiß hat. Wohl reicht ein Enter?
Ah, schwarz, Gott sei Dank. Partie abgebrochen, der Gegner hatte keine Lust mehr. Hallo? Gegner hatte wieder keine Lust mehr, ist der gleiche? Was ist los hier? Wie mache ich das, dass jetzt... Ach, jetzt sowieso schwarz. E4. CE. Mach einen Zug, Alter. Will er mich verarschen? Mach einen Zug. Boah, es fängt an, die Maus zu flippen hier. Hallo? Jetzt muss ich erstmal gucken, wie man das macht, jetzt fängt es schon wieder an hier. Macht verdammt ihr Zug. Ja, dann mach doch hier auf E4 was. E4. My fucking movies. Ach, die mach ich auch nicht auf dem Brett. Ich bin so besoffen, ich bin so bekloppt. Ich hab's nicht gerafft, ich hab's nicht kapiert. Ich muss doch kapieren, ich muss doch raffen. Das wird alles auf dem Brett hier ausgeführt. Level, ja gut, ist in Ordnung. D3. So, während die Ameisenkolonie übers Brett rennt, so hört sich das zumindest an, überlegt Boris heftig über den ersten, ach sehr geil, Boris, doch Boris, über seinen Zug, den er machen soll gegen D3. Es ist Springer C6. Und ich lasse erstmal den Level nochmal eine Stufe runterschrauben hier. Geht gar nicht. Springer F3 hier drauf. Ja, man hat es ja gesehen, auf diesem Brett ist nichts ausführbar. Man müsste ja ein paar Tastatur eingeben, aber bevor der Lipo das mal schnallt. F8 C5. Kann ich den Level nicht irgendwie... Ist schon Level 1, also da runter gehen möchte ich nun wirklich nicht. Dame E2. Okay, da bin ich mal gespannt, ob er sich jetzt... Das ist ja ein aktuelleres Gerät, in Anführungszeichen 1981, gerade war es 1980. Ob er sich jetzt mal schlauer anstellt. Das ist so... Irgendwie ist das merkwürdig. Ich nehme an, das ist wohl so stark selektiv und die Züge sind halt recht logisch am Anfang. Ja, könnte man zumindest meinen. Und dann, wenn die Figuren dann doch weniger auf dem Brett werden, werden die wohl selektiv rausgerechnet. Da kommen so Züge wie A6, den habe ich überhaupt nicht verstanden. Und dann noch so Züge wie Läufer B5. Dass die Drohung E5 total ignoriert wurde. Und dann hat er noch nicht mal gesehen, dass die Gabel drohte. Oder sollte das sein, hier so eine Art Lehrmodus, dass der geneigte lernende Schachspieler dann seinen Spaß am Schach daraus zieht, wenn er Grütze spielt. Auch hier, das ist noch lange nicht entschieden, die Partie. Man weiß ja nie, wann hier die alte Garde hier anfängt, Grütze zu spielen. Hat er nur König D1 oder König D2? Ich habe leider meine Glaskugel vergessen, sodass ich das nicht genau wusste. D8 F6. Eigentlich auch grenzwertig. Weil was macht er denn jetzt, wenn H3 kommt? Ah, da muss ich jetzt durch. Ich will die alten Geräte ranlassen hier. Da muss ich jetzt auch hier das so hinnehmen. Da war natürlich hier der Damenzug totaler Müll. Natürlich einfach den Läufer wegziehen, sich mit dem Bauern zufrieden geben und fertig. Ja, die spielen so ganz merkwürdig hier. Da muss man wirklich starke Nerven jetzt haben in diesen Partien. Der wird einfach wegrochiert hier. Vollkommen egal, dass die Figur einsteht. Der wird knallhart reinrochiert.
glaube, ich habe auch schon den Untertitel für dieses Video. Nerven aus Stahl müsste ich das quasi schon nennen hier. Da kommen wieder die nächsten News hier rein. Xbox Series X. Xbox-Chef Phil Spencer geht nach PS5-Event in die Offensive. Ich könnte mir vorstellen, dass sie bei der Xbox wirklich in Kauf nehmen, Verluste zu machen. Und den Preis auf jeden Fall unterbieten. Weil das war eigentlich immer das Motto von der PlayStation. Die Preise der Konkurrenz zu unterbieten. Aber wir sind jetzt bei der Partie hier. Sandy hat es in grandioser Manier geschafft, ihre Figur einzustellen. Jetzt würde ich mal den Bauern angreifen. Vielleicht geht ja wirklich Läufer. Ach, Läufer G4 steht, geht ja gar nicht. Dame F3. Logisch, man bietet den Damentausch an. Die Mehrfigur, die, ja, ist ja schon Grund genug, die Damen zu tauschen. Ich hoffe, Sandy ist es clever genug, das nicht zu machen. F6, E6. Das ist natürlich, man muss ja auch bedenken, die Rechentiefe gepaart mit der Selektivität, das ist natürlich hier auch nicht das Beste vom Besten. Dame F5 will ich spielen mit Mattdrohung, da müssen die Damen getauscht werden. Das ist ja zu nun mal hier. Ja. Ich habe das ja mal erlebt mit dem Supermondial, wie die Selektivität quasi die Partie noch zum Verlust geführt hat. Da hat er gegen den, ich weiß gar nicht, MM5, ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Auf jeden Fall hat er total auf Gewinn gestanden und hat mittels eines komplexen Turmmanövers hat er dann die Türme getauscht. Hat allerdings überhaupt nicht erkannt, dass der Springer gegen den entstandenen Freibauern auf der A-Linie total machtlos ist und dass das halt einfach verliert. Das ist alles andere hätte gewonnen. Das Problem war, der hätte den Turm sogar fangen können. Mit König G2, dann hätte das automatisch vollkommen erzwungen den Turm gefangen. Aber das ist wahrscheinlich auch da. Diese Selektivität hat den Zug einfach rausselektiert aus den Zügen und deswegen ist der wohl nicht darauf gekommen, muss ich ihn tatsächlich auf Level 0 stellen oder sowas? Sonst verliert er sowieso auf Zeit. Ja, ist das, vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant, mal zu sehen, wie sich diese Geräte hier online schlagen. Es muss ja nicht immer Mephisto Vancouver sein oder Mephisto Academy oder Elite Version 9. Obwohl Elite Version 9 interessanterweise habe ich ja auch schon total stümperhaft verlieren sehen, muss ich ehrlich sagen. Oder Mephisto Dallas oder sowas. Meine Güte. Fühlen Sie den Bass? D6, E5. Ja, das ist natürlich jetzt hier zwangsläufig total verloren. Das ist ja klar. Ich weiß gar nicht, warum man. Ja, gut, was soll ich hier noch schön reden? Das ist eben die Anfangszeit des Schachs. H3 wurde rausselektiert. Warum auch immer, man weiß es nicht. Da will ich einfach F6 ziehen. Den Bauern stützen. Warte, wenigstens den Bauern noch dafür. Jetzt zieht er E4. Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts mehr her. Ich würde jetzt trotzdem vielleicht die Damen tauschen und auf den G-Bauern spielen. So, Läufer C6. Jetzt kommt wohl Läufer D3. Läufer D3. Ach Gott, jetzt guckt ihr nicht wie. Ich Läufer C6, D4, dachte schon. Ich dachte schon, Läufer C6, D7. Ist beinahe schon ein Wunder, dass die überhaupt anderthalb Punkte haben. Eine gewonnen, eine Remis. Wenn die das verlieren, haben die jetzt 50%. Dass die tatsächlich diese Geräte, das ist ja das Unglaubliche daran noch, wirklich gegen ernsthafte Spieler haben spielen lassen damals. Auch dieses Chess-System 3 oder was das ist. Das haben die wirklich noch gegen gute Spieler spielen lassen.
Und dabei ist ja einfach die einfachste Strickmethode ist gegen 8-Bit-Schachcomputer und so. Erstmal aus der Theorie abweichen. Vielleicht nicht total Banane. Da reicht auch manchmal eine Zugumstellung. Meinetwegen, ich weiß es nicht, wenn es gegen einen gehen würde, das aus dem Buch kommt. Dame E2 Schach, wird das nicht schon matt? Ach, einzig matt. Matt, das hat Tatasi doch gewonnen. Das ist unfassbar. Sandy im Glück. Unglaublicherweise noch einzügig matt. Was soll man da sagen? Eigentlich hatte ich gedacht, das sollte jetzt automatisch für Weiß gewinnen. Aber naja, anscheinend wollen die alle nicht gewinnen. Alleine dieses H3 mit den Figuren gewinnen. Dann vielleicht hier über die H-Linie kommen, ein bisschen Druck machen, aber dann noch Dame B3. Mal sehen, was die nächste Partie an fantastischen Schach hier darbietet. So, auf zur letzten Partie, ins letzte Gefecht. Was? C2, C4 oder was? Das kann jetzt einen Spaß geben, hier mit den Zügen hier, die zu erkennen. Ich muss mal hier den Ton leiser machen. B1. C3 rate ich mal. Das ist natürlich blöd jetzt, dass die hier die Züge so blöd. Ich muss also erst auf dem Brett die Züge ausführen, damit ich sehe, was er als nächsten macht. Da muss man sich schon wieder so drauf konzentrieren. Das ist übrigens ein Gerät von 1981. Mich wundert, dass die Geräte 2,5 aus 3 haben. Ganz komische Sache. Die erste in der totalen Gewinnstellung zum Remis. Die zweite hinterher noch totale Grütze gespielt, trotzdem auf Zeit gewonnen. Die dritte Partie hat er sich einzügig matt setzen lassen. Jetzt kommt hier zum ersten Mal Novak zum Einsatz. Ach ja, aber doch Korrekturfiguren. Also ganz so wild ist es hoffentlich nicht. Vermutlich ein Drucksensorbrett von, ich vermute mal, das weiß ich aber nicht, ob es schon David Kittinger ist. Man hätte auch E3 ziehen können mit der Idee, D4 die Bauern anzunagen, statt das ebenfalls zu blockieren. Ich wäre mehr die Fraktion gewesen, E3. E3, D4. Das wäre eher meins gewesen. Bisschen störend ist natürlich, dass ich erst immer den Zug hier ausführen muss, weil ich sehe ja nicht, wohin das geht. Wenn C1 leuchtet, dann weiß ich doch nicht, ob zieht der Läufer E3, Läufer G5 oder was macht er? H6, Thomas, nicht einschlafen. Bisschen ist mir das Mikro im Gesicht hier drin, das sollte mal weg. C1, wohin? Doch nicht C1, C3, D5, vollkommen klar, Springer D5, keine Ahnung, warum ich mit diesem Spitzenzug nicht gerechnet habe. Warum kam er für mich überraschend? Ich weiß es nicht. Er sieht doch so gut aus. Wenn man natürlich auch noch blind ist. D5 nach E3, eine Springerumgruppierung, auch sehr fantastisch. Keine Ahnung, warum das jetzt passiert ist. G5. G7, G5. Boah, jetzt muss er nur noch Abbitte schaffen hier. Auf Knien rutschen, dass er die Züge annimmt. Ist es nicht irritierend genug? Das F1 nach E2. Das Problem ist nämlich dann, wenn ich dann aus Versehen eine weiße Figur anfasse, dann ist die weiße plötzlich. Er hat's doch angenommen, Thomas. Hä?
Ich musste nochmal den Turm drücken. What the heck? Das kann ja ein Spaß werden hier. Gut, dass das die letzte Partie ist. Boah, das erfreut mich aber überhaupt gar nicht. Also muss ich ihn machen lassen und dann take back oder wie? Man muss immer ein Auge hier drauf haben. Hab ich die verdammte Figur noch in der Hand? Was wird hier gezogen? Ich kann doch nicht von logisch nachvollziehbaren Zügen ausgehen. Ich konnte ja auch nicht davon ausgehen, dass der vorhin hier die Dame einstellt. Das ist alles nicht nachvollziehbar, was die spielen. F3 nach H4, das war schon nachvollziehbar. Das hat jetzt aber auch Zeit gekostet, ohne Ende das wieder irgendwie in Klo zu kriegen. Meine Güte, Läufer F6. Was macht er? G3. Das Problem ist einfach bei dem Gerät hier, ich sehe ja nicht automatisch, wo er hinzieht. Das ist ein ganz großes Problem. Hier den Läufer, dahin, ist das ein Problem? Da ist das Problem, dann drückst du das Zielfeld nicht genau, dann hast du die Figur noch in der Hand, erkennst es aber nicht aus den Augenwinkeln. Was zieht er? E3 wohin? E3 wohin? G4? Man, da muss halt stundenlang erstmal gucken, was zieht er, was zieht er, was zieht er, wo zieht er, wo zieht er, wie zieht er, wohin, wohin, wohin? Das nervt jetzt aber ganz schön, das hat Minuten gekostet. Da muss man ihn quasi den Zug ausführen, den Zug zurücknehmen und dann kann man einen Zug machen. Sonst, ich habe ja auch keine Klärtaste. Aber ja, wenn ich ganz ehrlich sage, ich bediene diese Geräte auch viel zu. Dame E7, bist du am Schlafen, Thomas? Dann wach doch bitte jetzt wieder auf. Was für ein Zug? Was? D2 nach? Nach. Gleich haben wir es, H6. Das Problem ist aber auch, die Züge werden so leise angesagt hier. Mal dieses Leise hier. Wenn überhaupt ein Ton dabei ist hier, diesen Springer nach dorthin. Meine Güte, das nervt. Was hier? Jetzt muss ich erstmal gucken. Hier F2 vielleicht nach F4. Boah, nervt das. Das geht mir so gut, dass das die letzte Partie ist. Läufer schlägt G4. Was hier? F5? Okay. Und das meinte ich damit. Du kannst die Züge nicht vorausahnen, die hier gemacht werden. Du kannst es einfach nicht wissen, was die hier ziehen. Das ist ein totales Raten. Und dann muss man noch gucken nach den LEDs. Wohin? Und dann muss man nur gucken, welcher Zug ist denn jetzt gemeint? Welche LED leuchtet? Wo soll die Figur hin? Da spielt ja nur Müll. Na, zumindest hat das den Vorteil, dass die Partie jetzt sowieso nicht mehr so lange dauert. Hilfe, was ein Nervenakt. Also diese Geräte werde ich wirklich nicht oft spielen lassen. Wohin? Oh, er gewinnt Material zurück. Also ich muss ehrlich sagen, das ist einer von den schlechtesten Geräten, die gerade gespielt haben. Und das ist wirklich das Schlechteste von dem, was ich hier gesehen habe. Die mögen alle nicht das Knallerschach gespielt haben, aber so schlecht war das auch nicht. Meine Güte, ist das schlecht. Das ist ja dieses akribische Ausführen der Züge. Ist noch nervender wie beim Boris, dieses lahmarschige Anzeigen der Züge. Wohin? Nach E3. Ich hoffe mal, der Gegner setzt ihn jetzt matt. Dann hat das Drama ein Ende. Dame G5 Schach. Dann könnte es ja mal losgehen hier.
Was für dramatische Szenen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Ergebnis hier, weil es wäre bedeutend peinlicher gewesen, wenn der Computer die Partie noch auf Zeit verloren hätte. Meinetwegen eine Gewinnstellung, aber dadurch, dass das so viel Zeit gekostet hat, ich kann gar keinen Applaus mehr abgeben. Dadurch, dass das so viel Zeit gekostet hat, hätte er dann auf Zeit verloren. Also das war mit Abstand das Schlechteste von allen. Also, die erste Partie hat mich gewundert, dass, war das der Boris oder ich weiß das gar nicht mehr, wer das alles war. Das hat mich gewundert, dass der die hätte gewinnen können, hat aber noch Remis gemacht. Die zweite hat mich gewundert, dass sie gewonnen wurde. Da wurde ja die Dame eingestellt und alles noch im Nachhinein. Der Anfang war aber okay. Die dritte Partie hat mich gewundert, dass er sich einzügig matt setzen lassen. Das war die mit dem H3. Und diese Partie hier, das war nur totale Grütze, muss ich ehrlich sagen. Da war gar nichts dahinter. Ich glaube nicht, dass das David Kittinger ist. Das muss wohl jemand gewesen sein, der vor dem David Kittinger das gemacht hat. Das ging total nach hinten los hier. Das war, man konnte es kaum Schach nennen. Aber ich wollte einfach mal Geräte spielen lassen. Aus der Anfangszeit des Schachs mal gucken, was die so holen. Ich muss sagen, 2,5 aus 4 Partien ist weitaus mehr als die Partien vermuten lassen. Auch wenn er die erste gewonnen hätte gewinnen müssen. Im Gegensatz dazu wäre die zweite, dritte Partie, die hätten verloren sein müssen. Aber so ist das eigentlich ganz okay. Ich bedanke mich und verabschiede mich mal bis zum nächsten Mal. Ja, das waren dann die heutigen Matches. 2,5 zu 1,5. Es hätte durchaus ausgehen können, wenn die erste noch gewonnen worden wäre. Trotzdem mit 1 zu 3 hätte es auch ausgehen können. Man sieht halt, aller Anfang war damals schwierig. Das war nicht so einfach mit den ersten Schachcomputern. Am schlechtesten hat sich der Novak noch geschlagen, der von 1981. Aber ansonsten, was soll man sagen? Grütze haben sie irgendwie alle gespielt. Der eine konnte sogar einzügig matt sitzen, hatte noch Glück gehabt. Der andere zum Schluss ist selber matt gegangen. Ich musste hinterher ein bisschen rumjustieren. Irgendwie kam noch was durcheinander mit Läufer G7. Dann irgendwann habe ich dann ihn seinen Zug ausführen lassen. Also er hat dann Springer F6 gemacht, den habe ich zurückgenommen. Dann hat er nochmal, habe ich nochmal diesen Zug eingegeben, Läufer G7. Dann ging es aber jetzt trotzdem steil bergab. Dann die schwächste Leistung von allen heute gespielten Schachcomputern. So, ich verabschiede mich mal. Das war die, wir würden quasi alte Geräte heute abschneiden aus der Steinzeit. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht.